neues Spiel, neues Glück. Und ich will jetzt mal diese Verkaufsmaschine ausprobieren. Für diese Anniversary-Geschichte. Jahrestag? Wahrscheinlich heißt es auf Deutsch Jahrestag. Ich habe mein Spiel auf Englisch eingestellt, aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich glaube, wie das funktioniert. Ich habe dafür mal ein Casual Game gestartet und ich vermute, dass diese Verkaufsmaschine irgendwo hier ist. Da würde ich jetzt einfach mal alles Mögliche drauf verwenden. Ich hoffe, wir kommen da alleine runter, ohne dass da noch einer dabei ist. Also mal kurz Glubschieß auf. Wir sind allein, oder? Kommt noch einer. Und richtig schlecht gelandet. Die Verkaufsmaschine ist hier nicht. Okay, cool. Falls der Typ hier aufschlägt. Nee, oder? Wirklich? Wirklich? Ja, das ist blöd. Hä, wo ist die Verkaufsmaschine? Jetzt muss ich mich auf die Suche machen. Okay, wir haben eine Waffe gefunden. Wir haben wenigstens mal eine Waffe gefunden. Hier gibt's nichts mehr, oder? Bandagen will ich auf jeden Fall. Gut. Gut, passt, passt, passt. Mutant. So. Passt. Gut, jetzt wartet mal ganz kurz. Wir müssen jetzt mal überlegen. Teammates Remind, Bandagen müssen wir noch nutzen. Kills with Assault Rifle, kriegen wir auch hin. Boost Items. Top 10. Die Mutant machen wir im Single-Schuss. Ich habe halt echt keine Ahnung, wo diese Verkaufsmaschine steht. Nicht den blassesten Schimmer. Schon ein bisschen weird. Da wir noch echt viel mehr Zeug brauchen, sammeln wir mal noch ein bisschen. Ey, die Scar wurde, glaube ich, auch gebufft, oder? Wie war denn das? Ich glaube schon. Okay, komm, lass uns mal Scar Mini-Kombi ausprobieren.
Wie oft habe ich die jetzt eingesammelt? Passt. Jetzt ist die große Frage, wurde die Scar schon verbessert oder nicht? Ich glaube nicht. Nochmal raus, bitte. So, den Hammer. Hattet ihr irgendwas Feines? Oh, der hatte einiges Feines. Shit, Military Base. Oh Mann. Okay, wir fahren einmal außen rum. Und keine Ahnung, wo diese Vending-Maschinen sind. So. Suchen wir hier mal. Da ist einer. Oh, Junge, Junge. Also die Scar ist nicht gebufft worden, da bin ich einigermaßen sicher. Wir nehmen wieder was anderes, wenn wir was finden. Wie zum Beispiel die Ork. Die vier nehmen auch mit. Schade Marmelade. Man könnte hier den Dings nehmen. Das Boot. Den Tanker. Komm, wir nehmen den Tanker. Auch Granatenwerfer sehen nirgends. Habe ich hier gerade einen Kurt mit dem Motorrad oder wäre ich paranoid? Von wo aus fährt denn das los? Von hier doch. Ja, genau. Wir warten kurz. Da kommt er. Kommt der jetzt zurück oder? Der Typ mit dem Motorrad? Boah, das ist so knapp. Okay, los geht's. Ne, das war's. Der Motorrad-Dude hat nicht gespitzt gekriegt, dass das seine Chance gewesen wäre, auf die Insel rüberzukommen. Okay, gut für mich.
Ich glaube, First Aid Kits nehme ich lieber mit. Hä, wer schießt auf mich? Die schießen nicht auf mich. Naja, alles gut. Die schießen nicht auf mich. Ja, das bringt, glaube ich, von hier nichts, ne? Oh, so ein Boot raus, kannst du knicken, dass du was triffst. Die Kugel fliegt voll schräg. Und das, obwohl die... Ne, also aus dem Boot rausschießen geht gar nicht. Gesehen, wie schräg die Kugel geflogen ist. Steht da einer? Nee. Okay, ja, noch so aus. Das hilft uns ja auch nicht so viel, ne? Shit, müssen wir gleich schon wieder weiter. Müssen wir gleich schon wieder weiter. Das macht jetzt schon Aua. Der war hier irgendwo. Da müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen, aber ich sehe noch keine Vending Machine. Also kein Verkaufsautomaten. Ist jetzt echt nicht, wo der sein soll. Der ist wahrscheinlich in Erangel, oder? Müssen wir schon ein bisschen suchen hier. Meine Vermutung ist auch... Scout Mode, please! Scout Mode! Oben ist einer. Davon ist auch einer. Und wenn ihr euch fragt, wieso schieße ich nicht drauf? Ihr legt euch nur mit Gegnern an, wenn ihr sicher seid, dass ihr den Kampf gewinnt. Vor allem, wenn ihr außerhalb der Zone seid. Nichts Dümmeres, als wenn ihr dann irgendein Gemetzel verwickelt werdet. Macht denn der Kasper da? Der andere hat mich bestimmt jetzt gehört. Shit, ich bin hier echt ziemlich exponiert. Etwas exponiert! Schauen wir's. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch von links welche kommen. Von rechts meine ich. Schalli haben wir auch keinen. Mist. Ich weiß, dass vor mir hier noch irgendwo einer rumlurcht. Den haben wir nämlich vorhin gesehen. Vielleicht war das der.
Nee, oder? Wirklich? Weit. Es ist noch weit. Es ist mir aber auch egal, echt. First Aid Kit rein. Hilft ja nichts. Gas. In der Zone sterben bringt mir nichts. Da gebe ich es mir lieber jetzt mit Buggy. Ja, daneben geschossen, aber ich habe mich auch gerade echt ganz schön erschrocken. Hier oben ist mit Sicherheit einer. Ugly, ugly, ugly. Ugly, ugly, ugly. Ugly as fuck. Doch, keiner mehr da? Echt? Links. Lass mal kurz chillen hier. Wir sind genau an der Zonengrenze. I like that. Aber irgendwelche komischen Crates habe ich nicht gefunden. Oder irgendwelche komischen Verkaufsautomaten. Noch 13 am Leben. Ich sehe keine Gegner. Aber ich höre einen. Das hat weh getan. Ich zweimal Gegner. Bot. Vermutlich Bot, oder? Stellt sich ganz schön komisch an, der Typ da. Muss jetzt von links kommen wieder. Wo? Dragoner. Charlie Sniper vor mir. Tür ein. Noch 6 links von uns.
Da oben. Ich will aber lieber den Schalli-Sniper-Dude erwischen. Wir chillen mal kurz hier. Der Schalli-Sniper-Dude, die battelt sich hier gerade mit dem anderen. Ja. Der Bro. Der Bro hat's gerade bekommen, glaube ich. Ich interessiere mich für die Typen, die hinter mir sind. Die vor mir sind, die interessieren mich nicht. Die hinter mir sind. Sind die, die Probleme bereiten können. Ich glaube, der Schalli-Sniper-Dude ist weg. Boah, der Donner, hey! Autos? Sind immer noch Autos am Start? Typ ist der Kasper, ja, mit seinem komischen WhatsApp. Was macht denn der die ganze Zeit? Warum macht er das? Scoutet er, oder? Sehen. Der hatte, glaube ich, was Gutes. Könnte gut sein, dass er was Gutes hatte, aber wenn ich da jetzt hinrenne, dann bin ich selbst schuld. Noch drei. So, jetzt will ich eigentlich gerne wissen, was der hat. Der hatte nämlich, glaube ich, echt gutes Zeug. Nee. Der hatte einen Schalli für die Mini, das ist auf jeden Fall was mehr. Links. Oh mein Gott, wie dumm. Ja, das war's. Dann sag ich mal danke fürs Zuschauen. Jetzt war es nichts mit komischen Dingen. Mit dem Sammeln von irgendwelchen Anniversary Vending Machines. Aber wenigstens einen Chicken Dinner haben wir bekommen. Ja, ich sag mal danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und lasst ein Like und ein Subscribe da. Was anderes kann ich euch nicht anbieten. Also, macht's gut. Ciao, ciao.